Herzlich willkommen bei Jump TV. Der ehemalige Lost Prophet-Sänger Ian Watkins hat vor Gericht zugegeben, dass er mehrere Minderjährige sexuell missbraucht hat. Zudem haben in Thurgau zwei Väter ihre beiden Söhne vergewaltigt. Wir wollten von den Solothurner Passanten wissen, was sie von diesen Vorfällen halten und wie sie in solchen Fällen handeln. Was löst das bei Ihnen aus, wenn Sie von solchen pädophilen Vorfällen hören? Also ich bin traurig, wenn ich so etwas höre, dass das überhaupt gibt. Ja, also es macht einem eigentlich traurig, so etwas zu hören, wenn das Eltern mit ihren Kindern machen, egal ob Mann oder Frau. Ja, Traurigkeit, ja. Ja, also ich finde es einfach mies vom Vater, also das eigene Kind. Das, und vor allem einfach, dass es das auch ja, so wie als dass er es einfach mit ihm gehandelt hat quasi, also er hat ja auch mit dem Geld eingenommen und ich finde ja, find es einfach als Sänger alles okay und ja. Ja, ich finde es echt unfair, weil die Kinder können sich ja nicht wehren, weil sie so klein sind und der Vater tut sich gegen ihren Willen so behandeln. Ja, ist eigentlich alles schon gesagt worden. Ja. Ja, auf den ersten Moment bin ich schockiert, wenn ich so etwas höre. Ich kann es nicht richtig einteilen. Und ja, man fragt sich, warum dass es so weit muss kommen, dass jemand so eine Handlung vollzieht. Also mit eigenen Kind oder sogar mit Kind für andere Leute. Oder vielleicht sogar daraus noch eine Wirtschaft suchen. Also Geld daraus rausziehen, wenn ein Kind, so wie ich jetzt gerade aus den Medien erfahren habe, da zu Thurgau gesagt haben. Dass, die noch, dass seine Kinder seinen eigenen Sohn noch weitergegeben hat. Das ist für mich sehr schockierend, ja. Es ist schon traurig, so in dem Sinn, dass man so das niemand merkt, oder ist so gewisse Symptome, wie zum Beispiel, dass der kleine Bub irgendwie daheim reinnässt oder einen Stress hat, im Schulzimmer irgendwie etwas zeigt, etwas Auffälliges ist, so recht Emotionen nicht kann beherrschen oder so, in dem Sinn, wo man vielleicht meint, obwohl einfach viel etwas Tieferes begründet ist. Und ich denke einfach, ja, das ist noch recht. Eindrücklich, ja. Das ist noch schwierig, mega schwierig zum Einstellen. Ich denke, muss man noch ein höheres Auge draufläuten. Ja, irgendwie. Was denken dir geht in solchen Menschen vor? Ja, also sie haben wahrscheinlich sehr grosse Probleme, denke auch mit sich selber. Vielleicht, also, ja, weiss er auch nicht so recht, was er macht. Weiss auch nicht, was in diesem Menschen vorgeht. Und ja, das ist ein eindeutiges Problem von mir aus gesehen. Ich glaube, der ist echt psychisch nicht mehr ganz da. Ja, er hat auch einfach kein Gefühl mehr für das Menschliche. Er sieht es nicht mehr aus einem Kind an, sondern einfach aus einem Objekt, denke ich, wo man kann etwas gewinnen kann, was man eigentlich nicht macht. Und ja, ich denke, das ist einfach nicht normal. Keine Ahnung, ehrlich. Ich weiss nicht, wie man dazu kommt, so etwas zu machen. Keine Ahnung. Ich kann mir das nicht vorstellen. Das muss ganz schlimm sein, so solche Gedanken zu haben. Puh, tja, schwierig. Vielleicht eine Macht, die sie ausüben können. Aber auch, ich denke, irgendetwas kompensieren zu können. Ist noch, ich kann es also kompensieren in meinem Sinn von, wenn jetzt die Person etwas selber Schlimmes erlebt hat, durch seine Eltern oder aus seiner Verwandtschaft raus und dass ihn lange verletzt hat und dass er irgendwie aber erst mit der Zeit, als er Vater geworden ist, dass er gemerkt hat, ich hatte die Wut in mir und das wollte er irgendwie jetzt an jemandem auslassen. Vielleicht ist das sogar sein eigenes Kind oder ein anderes kleines Kind. Ist so etwas, also, ja, das denke ich. Wie findet ihr, könnt man am besten bei solchen Vorfällen vorgehen? Ist noch schwierig. Das Kind leidet sowieso darunter, egal ob man jetzt irgendwie ein Kind wegnimmt und in ein Heim steckt oder ich weiss nicht, was das Beste wäre eigentlich. Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich weiss es auch nicht, ob man diesen Leuten helfen kann. Wenn so etwas passiert, ist es einfach traurig und schlimm. Ja, also das Umfeld sollte vor allem reagieren in erster Linie. Also, da gibt es sicher auch Angehörige und ich denke, die haben sicher auch mal etwas mitbekommen und einfach, dass man dann ein bisschen ja, Courage zeigt und auch mal etwas macht und nicht einfach, ja. Ja, einfach, wenn man etwas davon erfahren hat oder wenn man so den Eindruck hat, dass etwas sein könnte, dass man dort melden oder so. Ja, als Aussenstehende finde ich, sollte man etwas melden, gerade der Polizei oder sonst jemandem Verbündete sozusagen holen.
Ja. Ja. Das eine ist sicher ein bisschen so gesetzesmässig, dass es Strafen gibt, wo auf die zugeschnitten sind, dass man das als ausarbeitet, oder was kann man, was sollen wir sie bestrafen? Aber ich denke, es ist auch vor allem so ein bisschen präventiv unsere, also denke ich, grosse Aufgabe, weil ja, mir passieren tut es, aber wenn man wahrscheinlich genug aufmerksam ist und nicht auf sich selber schaut, dass man, sondern auch ein bisschen Auge hat auf das von einem nebendran. Und das ja, ein bisschen gut beobachtet und auch den Kontakt auch sucht, oder, zu diesen Leuten, dass man vielleicht dann eher eine gewisse Verbundenheit kann aufzeigen kann und die Verbundenheit auch ja, kann eventuell gar nicht dazu führen, dass man das so weit kommt. Dass man, ja, vielleicht wacht aus dieser Verbundenheit, kommt vielleicht so weit, dass man den Mut hat, wenn man gut erzogen worden ist. Oder gute Kinder, dass man das den Eltern sagen kann oder dem Lehrer oder einfach der anderen Person. Das wäre noch gut, ja, denke, das könnte es noch sein. Das ist eine gute Frage, ja, was man könnte machen. Man will jetzt in den Kindergärten und Schulen Kinder mehr aufklären und vorbereiten für solche Situationen. Was würdet ihr hier für Verbesserungen vorschlagen? Also, das finde ich sicher sehr gut. Es gibt ja auch so Aufklärungsunterricht, wo man den Kindern erklärt, sie sollen zum Beispiel nicht in fremde Autos einsteigen und so. Ich denke, so etwas in dieser Form ist sicher nicht schlecht, wenn man auch den Kindern sagt, dass das nicht okay ist, weil die Kinder wissen ja zum Teil selber nicht, ja, ob es gut ist oder dürfen sie etwas sagen, jemandem anders oder nicht. Ich denke, das ist sicher nicht schlecht. Eben vor allem einfach die Kinder aufklären, dass sie mit so Leuten, die sie ja wahrscheinlich nicht kennen oder ja, ich weiss es auch nicht. Ja, also Verbesserungen nicht gross, aber ich denke auch, bei den Kindern sollte man nicht so voreilig vorgehen, weil eben zum Teil sind sie halt schon noch ein bisschen jung und einfach so aufpassen, wie weit dass man bei diesem Thema geht. Einfach ja, weil es halt schon noch Kinder sind, keine Erwachsenen. Man sollte es eigentlich so weit erklären, wie sie es verstehen, damit sie ihnen zum Beispiel beibringen, nicht mit Freunden mitgehen oder einfach Nein sagen, wenn es ihnen nicht passt und so. Ja, ich finde auch, das ist an sich gut, dass wir das denen davon beibringen, aber halt auch nicht so intensiv und auch schauen, dass die Kinder nicht plötzlich von Zeugen einfach erzählen, weil das machen sie ja da auch noch viel. Und ja. Also ich finde es sicher gut, wenn die Lehrer wenn sie darauf, das Gefühl dafür haben, aber auch die Zeit dafür finden, oder? Weil meistens sind die Lehrer allgemein schon ziemlich unter Druck von oben, vom Gesetz, von den Eltern, von unserer Seite. Und es gibt immer weniger Lehrer, dass sie gar nicht vielleicht die Zeit haben, um das ausfindig zu machen. Also ja, ich denke auch, dass wir da sicher die Schüler sensibilisieren darauf und dass wir auch dass wir die Kinder können sensibilisieren auf so einem Elternhaus. Aber wie gesagt, hey, die Eltern, nicht alle sind gleich und sind gleich offen und sagen, hey, jetzt musst du das und das, ist wichtig, das musst du wissen. Viele wissen es gar nicht und ich denke, viele Eltern tun es vielleicht tabuisieren. Darum ist es für mich noch schwierig zu sagen. Es muss ja schon eine offene Runde sein und wenn die jetzt mal im Schulhaus stattfindet, wäre es super. Und wenn man es dann irgendwie auch mal miteinander überreden kann, an so einer Familiensitzung, wo man vielleicht auch mal in der Woche hat, wo vielleicht der Vater oder die Mutter sagt, hey, schau, jetzt hocken wir da hin, ich will jetzt mal etwas erklären, es ist etwas Wichtiges. Vielleicht hilft das auch noch, ist mir so spontan durch den Kopf. So würde ich es machen, wenn ich Familienvater wäre. Was würdet ihr machen, wenn sich jemand in eurem Umfeld als Pädophile outet? Keine Ahnung. Ich wüsste es echt nicht, nein. Ich wäre sehr erstaunt wahrscheinlich zuerst und erschrocken. Ja. Also ich glaube, ich würde die Person ansprechen und einfach sie darauf aufmerksam machen, dass sie das krank ist, dass sie sofort in eine Behandlung sollte. Also ich würde ihn zuerst mal sicher zur Rede stellen und und ihm einfach wirklich sagen, also er geht zur Polizei oder ich, weil also ja, es ist einfach das Verbrechen der Menschheit und ja, es geht gar nicht. Also ich würde persönlich eigentlich in der Abstand zu diesem Menschen haben, weil mir eigentlich zuerst ein bisschen, also eigentlich wie Angst macht, aber ich würde auch mit anderen Personen darüber reden und vielleicht mit jemandem mit dem darüber reden.
Ja, ich würde also zuerst mal mir mega Gedanken darüber machen, über diesen Menschen, wenn man ihn gut kennt oder so. Aber es ist auch, ihn zur Rede stellen oder mit anderen reden, einfach darüber reden und vielleicht auch eben dann schauen, dass man dem helfen könnte. Ja. Outet. Ja. Das ist noch... Wie auch schockiert einmal. Wie jetzt gerade. Und dann würde ich wahrscheinlich das Nächste, was ich suchen würde, wäre... Ja, kann man... Ist es möglich, dass wir das können, miteinander mal unter vier Augen anschauen können? Erzähl mal, wie du dazugekommen bist, mal zuzuhören. Und vielleicht ergibt sich dann etwas, eine Verbindung, dass er irgendwie dazu sich... Dass wir eine Vertrauensbasis schaffen, dass wir etwas machen könnten, zur nächsten Instanz gehen, zum, was auch immer das wäre, ich weiß auch nicht. Die Polizei. Also, ja. Das wäre vom Elfi Highlight. Es ist schrecklich, dass solche Menschen die kindliche Unschuld ausnutzen und missbrauchen. Wir von Jump TV wünschen und hoffen, dass solche Verbrecher anständig zur Rechenschaft gezogen werden.